Was ist das da? Ein komisch aussehender Erdhaufen. Eine Spur, die von Essen hinterlassen wurde. Ich meine ein Tier. Okay. Das ist definitiv neu und war vorher nicht da. Ah, schön. Also haben sie die alten Welten auch mit einbezogen, die ganzen Neuerungen. So, noch eine Spur. Oh, ich habe einen üblen Verdacht. Die Spur wird jetzt weitergehen und weitergehen und weitergehen bis zur letzten Insel. Und da ist dann so eine Art Boss. Und den muss man töten, um weiterzukommen. Doberweise ist nur auf der letzten Insel unsere Basis mitten im Weg. Das wäre jetzt nicht so schön. Und ich glaube, auf Gras ist man auch langsamer als auf der Straße. Oh, sehr schön. Ja, das haben sie echt genial gemacht. Das heißt, jetzt mit dem Spaten kann man die ganzen Bodenplatten ausheben und sich so wirklich ein neues Straßennetz aufbauen, da wo man selber gerne langlaufen würde. Und dann kann man halt über diese Wege schneller laufen. Tolle Sache. Licht. So. Da ist unsere Basis. Gute Sache. Ich hoffe mal, dass jetzt keine weiteren Spuren und ein Riesenmonster auf uns warten. Das sind nur die Yaks. Ist okay. Überall Dünger. Auf Gras läuft man auch nicht so schnell. Oh. Und warum ist der Po rot? Also einmal oh, wegen den Irokesen-Baby-Yaks. Und die... Oh, oh. Und Mama Yak hat einen roten Po gehabt. Das ist auch... Hey! Oh, oh, oh. Fehler, Fehler. Nachts nicht an eine Yak-Mama ranlaufen, wenn die Babys da sind. So, Licht. Wir brauchen Licht. 1, 2, 3. So. Also noch eine Neuerung. Es gibt Yak-Babys und die Yaks werden aggressiv, wenn man in der Nähe der Babys ist. Das ist nicht gut. Durchatmen. Also, Plan. Sachen wegsortieren. So, Pigskins können da rein. Honig kann auch erstmal da rein. Die Honigwabe auch. Eier auch rein. So, dann die nicht biologischen Sachen verstauen. Einmal das Ding. Und die Daper West. So. Dann würde ich gerne die Heugabel bauen. Dazu bräuchten wir die Flintstones. Und was noch? Oh, warte mal. Vielleicht standen wir vorhin aus Versehen neben der anderen Maschine. Gucken wir, ob hier noch irgendwas Neues ist. Nee, sieht nicht so aus. Nö. Schade. Ich dachte halt, ich stand neben der alten Forschungsmaschine und da würden dir die ganzen Neuerungen nicht angezeigt werden. Also nicht alle Neuerungen. Oh, und da ist der Miner Head. Und den kann man auch außerhalb der Forschungsmaschine bauen. Ups. So viel dazu, dass ich recht hatte. Okay, suchen wir uns mal irgendwas Extravagantes. Sagen wir mal, also wir können nur diese 5 Hüte unterwegs bauen. Und bei der Forschungsmaschine... Oh, können wir sie erforschen. Ah, das heißt, hier sind nur mehr Optionen, weil wir die Sachen noch nicht erforscht haben. Ah, okay, mea culpa, ihr hattet alle recht und so. Und Wilson hat einen Bart bekommen, sehr schön. Das heißt, wir rasieren ihn gleich ab und basteln uns eine Fleischstatue. So, 4 Stück davon. Dann brauchten wir noch gutes Fleisch. Ich glaube, davon haben wir nichts mehr. Doch 1. Das ist nicht viel. So, die Bienen sollten wir auch gleich mal aufstellen. Wir haben so viel zu tun. Das ist echt nicht mehr feierlich. Du bist ja immer noch aggressiv. Oder ist das nur eine neue Art der Fortbewegung? Und da. Po ist immer noch rot. Oh, vielleicht kann man die irgendwie beruhigen. Wo ist unser... Ich bin einer von euch. Ich tue euch nichts. Außer ich brauche Fleisch. Was wollte ich gerade? Ach ja, genau, die Bienendinger aufstellen. Unter was auch immer die waren. Da, Beebox. Brauchen wir nur die 2 Honigwaben. Hier. So, wo kommen die hin? Nicht direkt bei der Basis, falls was schief läuft. Sagen wir mal südlich der... südwestlich der Basis. So.
Zwei Stück hätten wir davon gerne. Einmal da. Und einmal da. So, und die lassen wir jetzt in Ruhe. Wir hätten sie doch ein bisschen weiter wegbauen sollen. Obwohl, nee, von hier hört man sie nicht mehr. Das ist schon mal gut. Nächster Schritt. Den Turf könnten wir eigentlich auch irgendwo einlagern. So, den brauchen wir erstmal nicht. Das Miner-Hättchen da kann auch weg. Hat nur 3%. Fleisch brauchen wir jetzt für die Fleischstatue, richtig? Ja, 3 gutes Fleisch. Das heißt, wir setzen unseren Baseballhelm wieder auf. Wir setzen unsere Rüstung an und bringen Schweine um. In der Hoffnung, gutes Fleisch zu bekommen. 3 Stück nehme ich an der Zahl. Und unsere Fleischstatuen bauen zu können. So, Schwein. Schweine. Wir haben nichts zu essen dabei. Komm schon. Okay, anders. Wir jagen das Häschen da. Wir jagen das Häschen da oben, weil es einfacher ist. Angriff. So. Oh. Der Boden hier ist voller Spinnennetze. Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an die Tyranniden. Aber na gut. Ich wollte eigentlich das Fleisch auf den Boden schmeißen. Damit du hinkommst und es essen willst. So. Das ist auch neu. Wie die Leichen verschwinden. Die verschwinden wirklich sofort. Vorher lagen sie ja komisch in Geisterform auf dem Boden rum. Was ein wenig irritierend war. Also noch eine Änderung. Die haben sich richtig Mühe gegeben dieses Mal. Und ich werde nicht mehr nach Südwesten gehen. Das Summen treibt mich in den Wahnsinn. Oh, da ist noch ein Schwein. So, du, hier ist Essen. So. Die haben fast jedes Mal Fleisch dabei. Sehr gut. Das heißt, jetzt müssten wir eigentlich schon alles haben, was wir brauchen für die Fleischstatue. Außer es wurde irgendwas am Rezept gedreht. Wir schmeißen also einfach mal ein bisschen was davon da rein. So. Und verkochen das gleich alles. So, wo ist Nummer 4? Das ist noch eine Kiste, richtig? In der Biokiste. In der Tiefkühltruhe. Ich hätte schwören können, wir hätten schon eins davon gehabt. Irgendwo hier drin? Na gut, dann bringen wir halt noch ein Schweinchen um. Oder so ein Babyjack. Aber irgendwie habe ich den Verdacht, dass es keine gute Idee ist, einen Babyjack zu töten. Hier, Fleisch. Und der droppt auch Fleisch, sehr gut. Das wäre jetzt nervig gewesen, wenn der kein ordentliches Fleisch gedroppt hätte, weil es ja auch gleich schon wieder dunkel wird. So, du dahin. Die Bienen kommen bis in unser Lager. Psychoterror. So, jetzt können wir die Fleischstatue bauen. Und zwar direkt neben der alten. So, dahin. Und was zur Hölle ist das? Das mit den Lebenspunkten sieht komisch aus. Das muss ich gleich mal genauer beobachten. Erstmal was essen. Ah, das sah gerade so aus, als wenn die Lebenspunkte permanent reduziert worden wären oder sowas ähnliches. Weil normalerweise ist das dann nicht schwarz, sondern so bräunlich wie hier, wenn ich mich recht erinnere. Aber gucken wir gleich mal. Wir kochen einfach kurz das Popcorn. Essen das und dann müssten wir eigentlich auf über 80 kommen. Tun wir aber nicht. Wie geil. Ich glaube, ich weiß, was das echt ist. Je mehr Fleischstatuen wir haben, desto weniger maximale Lebenspunkte haben wir. Wir sterben also schneller, aber wir sterben nicht endgültig. Hätten wir also weniger Fleischstatuen, leben wir risikoreicher, aber auch gleichzeitig nicht risikoreicher. Schöne Sache. Also der Patch gefällt mir tierisch bisher. Und wir haben noch gar nicht mal angefangen, die Häuser zu bauen. Also ja, sehr zufrieden, sehr zufrieden. Mehr essen. So, euch sammeln wir auch gleich weg. Das heißt, was wäre gewesen, hätten wir vorher Statuen gehabt. Dann hätten wir wahrscheinlich maximal Lebenspunkte gehabt und die Backups. Aber ja, nee, ist auch vollkommen okay, so wie es jetzt ist. Ich meine, ich habe so schon tierischen Vorteil durch diesen Speicherstand. Da muss man nicht auch noch meckern. So, zack, zack.
Dann einmal unseren Kühlschrank und die ganzen Felder wieder bestellen. Genug Samen haben wir ja. 1, 2, 3, 4. So. Und ich wollte noch die Heugabel bauen, genau. Unter was warst du? Waffen? Oder Werkzeug? Werkzeug dann wohl doch, ne? Ja, Pitchfork. Ich höre Wölfe. Das ist unfair. So haben wir nicht gewettet. Ich habe doch gerade erst vorgestern Wölfe gehabt. Honig. Honig. Waffenfalle. Noch irgendwas? Wir haben Rüstung, wir haben Rüstung, wir haben Speer in der Hand. Wir müssen gleich nur noch im Kreis laufen. Die Nacht ist gleich um. Und die Wölfe kommen. So, einer ist... Ah ne, die gehen zum Fleisch, okay. Au. Die machen meine Basis kaputt. Okay. Nein. Die sind schneller geworden. Nicht gut. Komm, lauf. Es muss gleich Tag werden. Nicht ins Dunkel, nicht ins Dunkel. Und ich verliere komischerweise keine Lebenspunkte. Also das ist gut, aber... Ah, Tag, sehr schön. Wo ist die Jagdmama? Auf zur Jagdmama. Genau, Baby Jack, hilf mir. Nicht mich angreifen, du doofes Ding. Genau, die Babyjacks greifen wenigstens die Wölfe an, glaube ich. Was für ein Chaos. So, dich kann ich töten. Du bist alleine. So. Ist das Fleisch? Ich esse den Honig. Alles ist gut. Und die Rüstung ist kaputt. Au. Genau, springt ins Feuer. Ist vollkommen okay. Das sind echt noch tierisch viele. Also ein, zwei kann ich mal wieder runterschlagen, aber mehr ist nicht gut. So, stirb. Einzelner Wolf. Ich will nicht aus Versehen Jack hauen. Warum lag da eine Rubine im Wolf drin? So. Das schafft ihr schon, ne? Jo, ich halt mich da mal raus. Übel. Also ja, langsam nehmen die Wölfe Fahrt an. Ich habe ja schon andere Horror-Stories gehört, dass am 30. Tag an die 20, 30 Wölfe gekommen sind. Sowas hatten wir noch gar nicht. Aber halt, das Spiel hat wohl erst am 100. Tag angefangen zu zählen bei uns. Weil da erst der Patch kam. Also könnte das auch irgendwie verbuggt sein. Aber das war schon ein ganz schöner Trupp eben gerade. Na gut, Rüstung. Wir brauchen eine neue Rüstung. Brauchen wir erstmal einen Rucksack. So. Dann brauchen wir noch Gras für die Rüstung, beziehungsweise Seile. Und danach sollten wir mal gucken, was von den Wölfen so übrig geblieben ist. Und von den Yaks. Vielleicht liegt da ja noch irgendwo Fleisch rum oder Zähne oder Pelze oder sonst was. Aber ja, was mich eben gerade im Kampf recht irritiert hat, ich habe gar keinen Schaden genommen. Also die Rüstung scheint wieder so zu funktionieren wie vor 2, 3 Patchen. Also wo erst die Rüstung komplett runtergeht und danach die Lebenspunkte. Das war ja ziemlich überpowered. Dann hatten sie irgendwann gesagt, nee, das ist nicht okay so. Jetzt ist es immer so, dass ein Teil des Schadens die Rüstung durchschlägt. Und man so nicht unverwundbar ist, solange man nur genug Rüstung im Inventar hat. Und wow, sind das viele Yaks. Was zur Hölle? Ihr tut mir jetzt hoffentlich nichts. Also... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir haben jetzt eine Armee aus Leibwächtern. Wir müssen immer schnell zu ihnen hinlaufen. Und der rote Pol irritiert mich immer noch. Kann man mit denen jetzt irgendwas machen? Mit der Kühlbox vielleicht? Oder? Na gut, einsammeln wollte ich. Und es sind überall richtig viele Yaks. Also einerseits ist es schön als Leibwächter halt, aber andererseits denke ich mal, wenn ich jetzt aus Versehen irgendeinen von denen anhau, dann bin ich tot. Also einfach nur tot. Dann kommen von allen Seiten Yaks an. 20, 30, 50 Stück.
Die jagen sogar Hasen. Die sind richtig aggressiv geworden. Oh, weia. Wenn ich jetzt den Speer aus der Hand nehme, seid ihr dann lieb und kann ich irgendwas mit euch machen? Nö, es ist ein Beefalo. Oh, so süß. Ja, das stimmt. Ich weiß ja immer noch nicht genau, was der Helm macht, aber ich denke mal, die sind dann nicht so aggressiv, wenn ich in der Nähe von den Babys bin. Ich nehme mal den Helm ab. Also Helm ist wirklich Pflicht, wenn ich bei den Babys in der Nähe bin. Und die sind quasi direkt bei uns in der Basis. Na gut, Tag 130 war das und die Wölfe kamen. Also jetzt müsste ich eigentlich wieder 5 Tage Zeit haben. Es waren noch 5 Tage, oder? Bis die nächsten Wölfe kommen. Ich denke mal, durch den Patch wurde da irgendwas zurückgesetzt oder so. Na gut, wir wollten eine neue Rüstung bauen, genau. Der Hammer kann auch schon mal wieder zu den Werkzeugen. Sonst mache ich wieder irgendwas kaputt. Der Rasierer auch. Den Helm können wir verforschen. 3%, mal gucken, wie viel er bringt. 135. 145. Ah, okay. So, Seil. Jo. Rüstung. Oh, den Bumerang. Einmal Kohle, einmal Seide. Seide. Kohle. Wie viele Punkte kostet der überhaupt? Bumerang. 100 Punkte. Den können wir uns gönnen. Bumerang. Tada. 100%. Hihihihi. So. Erstmal Feuer machen. 1, 2, 3, 4. So. Und können wir jetzt irgendwie gezielt werfen mit Rechtsklick oder so? Wir könnten auf ein Jagdbaby werfen, aber nee, das sollte ich nicht. Auf einen Vogel. Yeah. Au. Au, ich sollte versuchen, das zu fangen. Ich hätte mich gerade beinahe umgebracht wegen dem doofen Bumerang. Ja, keine Experimente mehr. Erstmal gut essen. Fleisch. 1, 2, 3, 4. Kochen. Noch irgendwas zu essen? Kühltruhe. Was sagst du? Fast schlechtes Essen. Das sollten wir verkochen. Da verkochen. Nee, erst unten verkochen. So. Zack. Oh, und das gewinnt an Haltbarkeit, wenn man es verkocht. Das ist schon mal sehr gut. Also der Mais ist halt orange und der Popcorn, der rauskommt, ist grün. So, kannst auch gleich in die Kieftrüh-Crew zurück. So, das auch alles. Die Fireflies müssen da nicht rein. Mit den Fireflies würde ich mir aber ganz gerne Miner-Head bauen. Haben wir noch Gold? Nein, wir haben kein Gold. Das ist die falsche Truhe. Wir haben aber auch so kein Gold mehr. Das heißt, bei Zeiten sollten wir auf die Steininsel. Da ein bisschen Gold holen, Flint. Haben wir auch nicht mehr so viel. Und Steine, um unser Haus zu bauen. Also ja, wir haben viel zu tun. Was brauchen wir für die Fallen? Zähne, ein Seil, ein Holz. Oh, sehr schön. Wir brauchen mehr Seile. Und ich hoffe mal, wenn so ein Jack in eine Zahnfalle stolpert, dass dann die Jacks mich nicht angreifen. Das wäre schon schick. So, eine Zahnfalle. Noch eine Zahnfalle. Noch eine Zahnfalle. Noch eine Zahnfalle. Alles hier hinten. Ich muss nur dran denken, wenn ich wieder die Jungs ausbrüte, also die Small Birds, dass ich die Teile vorher hochhole. So. Mit dem Ding werfe ich jetzt nicht rum. Das nehme ich erstmal wieder aus der Quickleiste. So. Holz kann auch hier bleiben. Steinblöcke kann auch irgendwo wegsortiert werden. Oh, wir haben hier doch noch eine Rüstung. Sehr gut. Die kommt gleich ins Inventar. So. Also soweit vom Patch sehr beeindruckt. Jetzt machen wir erstmal... Oh oh, da ist gerade einer gestorben. Also ja, wir machen kurz eine Pause. Boah, ist das eine gute Ausbeute. 4 Stück Fleisch. Na komm, na komm. Ja, ich wollte eine Pause machen. Also wir sehen uns gleich wieder.